Regenhelm. Boomerang, oder? Ja, ja, auch oldschool. Mina hat einen Boomerang gemacht. Geht mal auf ihre Instagram-Seite. Ich hab die Pistole. Oh, fast verloren. Papa, ich hab jetzt gezeigt. Zack. Ja, nein. Na, ey. Ja. Super. Guck mal, ein bisschen Spulkram haben wir hier noch, ne? So, jetzt halt das mal ins Wasser. Genau. Ja, zieh. Ja, und jetzt drück. Jetzt kannst du schießen. Ja. Oh, Fliege. Eine Fliege? Ja. Ist doch nicht schlimm. Oh, wir haben hier richtig Pool-Action, ne? Das ist ja richtig. Haben wir noch vom letzten. Guckt euch das an. Hier geht's richtig ab hier. In diesem Sinne, moin, meine lieben Butzer. Was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Aber heute ein ganz anderes Thema. Ich habe ein anderes Auto unterm Arsch bekommen für einen Tag, weil mein anderes Auto in der Inspektion ist. Hinten bei meinem Hybrid hat das Ladegerät nicht mehr funktioniert. Ich habe den Stecker reingemacht, hat nicht mehr geladen. Und allgemein war schon seit über 100 Tagen der Service fällig. Bei mir das Auto auch. So, und ich möchte jetzt das Auto, was ich jetzt habe, also das neue, mal einmal durchgehen selber, weil es mich selber interessiert und vielleicht auch euch. Thema Auto ist ja bei uns immer präsent, Leute. Deswegen gucken wir es uns an und mal schauen, ob die Kiste so familientauglich ist oder ob doch der GLC, den ich habe, der schon das richtige Auto für uns ist. Zwei schwarze Autos. Jetzt stehen da zwei schwarze Autos. Meins war immer weiß, ne? Guck mal. Ah ja. Oh, da war schon auch. Mach mal wieder zu einmal. Ja, genau. Siehst du, dann gehen die Spiegel rein. Jetzt mach wieder auf. Ah, sehr gut. Ruhe, hol mal die Kiste aus dem Laden hier raus. Ha, hast du gesehen? Ja. So, wir haben hier das Modell E300DE. Eine sogenannte E-Klasse in Kombiform. Und damals hat man ja immer gesagt, Kombis sind so Pampers Bomber Familienwagen. Und ich möchte das jetzt wirklich mal so für mich mal ein bisschen so abchecken, ob es so ist, weil ich habe ja einen GLC, den SUV, und den finde ich ultra geil eigentlich. Und ich bin noch nie Zeit mit einem Kombi verbracht. Und deswegen würde ich mir das Ding jetzt angucken. Also das Teil ist schon sehr, sehr lang. Also wenn man mal hier so guckt. Aber nur weil ein Auto von außen groß ist, heißt das ja nicht, dass es innen drin groß ist. Aber wir schauen uns erstmal das Ding von außen an. Und bevor ich euch das Auto zeige, naja, das Auto ist nämlich Minas Auto. Geht mal runter, könnt ihr euch noch an die Schuhe erinnern. Die habe ich jetzt hier einmal so in Kombination gesetzt mit Smilebox, schwarze Hose, hier aus der Baseball-Kollektion. Dann einmal, das ist der Dawson Hoodie, das ist der beliebteste Hoodie. Habe ich das gut kombiniert, Schatz, mit dem Orange? So. Das ist sehr gut gemacht. Ja, sag mal ehrlich, guck mal so, wenn ich so stehe. Ja. Guck mal, ne? Geil, oder? So integriere ich sozusagen bei Smilebox. War früher immer nur so Sportklamotten. Smilebox ist sozusagen auch eine Streetwear. Und wer das gerne testen will, Leute, wir haben immer noch den Spring Sale. Das heißt bis zu 50% Rabatt. Und mit dem Gutscheincode FLYING gibt es nochmal 25% obendrauf. Also holt euch Hoodies oder Shirts. Ich meine, der Sommer, der knallt jetzt richtig. Wir haben die ganzen Shorts. Wir haben komplette Sommerkleidung vor euch am Start. Alle Infos dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und das darf man auch nicht vergessen. Pro Bestellung, ab Mindestbestellung von 80 Euro, gibt es einen Mystery-Artikel dazu. Hier steht es nochmal drauf. Das heißt, ihr bekommt entweder noch ein Shirt gratis dazu, kann auch eine Leggings sein oder eine Shorts. Ihr müsst dann einfach nur im Warenkorb, macht den Bestellwert von 80 Euro voll. Und dann habt ihr hier zum Beispiel Herren-Mystery-Artikel oder Damen-Mystery-Artikel. Drückt Größe S und dann hier gratis hinzufügen, das dürft ihr nicht vergessen. Und dann bekommt ihr euren Mystery-Artikel einfach so pro Bestellung gratis dazu. Da bin ich mal gespannt, was ihr da so alles bekommt. Also ein fetter Sale plus Mystery-Artikel. Auswendig. Du kennst mein Auto auswendig? Ja, das will schon. Und ich will mal, dass du auch mal sagst, also wie du jetzt das findest, wenn wir so alle zusammen unterwegs sind als Familie. Ja. Oder das Weiße, was ich halt habe, ne? Mein. Kennst du meinen innen auswendig so? Und wie du das findest. Was ich hier cool finde, ist, die haben hier nicht diese Chromleisten hier. Das, die sind auch sogar hier schwarz. Aber was ich nicht verstehe, wenn man jetzt hier einmal hier entlang geht, haben wir wieder diese Chromleiste. Ja. Wäre cool, wenn sie jetzt auch hier so schwarz wäre. Nee, das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, ne? Wieso ist es denn da schwarz? Ja, das frage ich mich ja jetzt auch gerade. Weiß ich nicht. Was ich cool finde, ist, dass die Scheiben hier schön getönt sind. Gefällt mir richtig gut. Sieht auch gut aus. Dann haben wir hier vorne, hier haben wir einen Diamantengrill. Sieht auch auf süß, auf nett. Da ist ein Vogelschiss, der gehört mit dazu. Ja. Der gehört mit zur Familie. So, dann würde ich mal sagen, setzen wir uns jetzt mal rein, oder? Genau, du gehst auf die andere Seite. Wir fahren da nicht los. Wir sind ja auf eigenem Grundstück. Alles ist gut. Hochsicherheit. Skyler hier. Ich bin schon mal bei dir im Auto gefahren, als ich keine Kinder gezahlt habe. Wie bitte? Das kann nicht angehen. So, Skyler hat sich schon hier einfach schon aus Sicherheitsgründen angeschnallt. Ja, kann ja irgendwas passieren, dass das ganze Auto explodiert. Ach so. Und dann, wenn du angeschnallt bist, passiert nichts.
naja, dann werde ich auch explodieren, kann ich rausrennen. Wie süß, diese Vorstellung. Okay, wir sind jetzt hier vorne drin, ne? Mach mal zu. Kann doch passieren, wer weiß. So, wie findest du das jetzt vorne erstmal? Weil du kennst ja meins auch vorne. Cool, aber sehr niedrig. Cool, aber sehr niedrig. Ja, weil ich keine Kindersitze habe. Genau, okay, aber so von der Optik, von den Sachen hier, was hier so drin ist, wie findest ja, du das? Cool. Ja, das kennst du ja, ne? Das ist dreckig. Das macht nichts, bei mir ist es noch dreckiger. Was ich cool finde, da merkt man schon wieder, dass das neue Modelle sind. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt mein Auto habe, mein GLC. 2 Jahre vielleicht, aber guck mal, wie sich die Lenkräder schon wieder verändert haben. Guck mal, das Lenkrad, wie cool das aussieht hier mit den 2 Striemen so. Richtig so future-mäßig. Und das Ding, mit dem kann man echt viele, viele Kilometer fahren. Der zeigt das leider nicht an. Ich glaube, ich muss mal anmachen. Warte mal. 823 Kilometer kann ich damit fahren. 823 Kilometer. Das ist für mich so ungewohnt und das ist sehr, sehr viel. Und da überlege ich dann auch so, okay, Diesel, E, so viele Kilometer. Mit meinem kann ich fahren, mit meinem GLC-Hybrid, wenn er voll geladen ist. Also nur angeblich, nur mit dem Strom könnte ich 50 Kilometer fahren, aber ich glaube, das haut nicht hin. Aber ich kann zu meinem Büro, ins Büro und wieder zurückfahren, dann ist er genau leer, so der E-Tank sozusagen. Aber insgesamt weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt mal gucken, könnt ihr mal gucken, aber es sind nicht mal ansatzweise 823. Ich glaube insgesamt vielleicht 500. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Die Reichweite, geil. Das tört mich schon so richtig wieder an. Sonst hier vorne so ist jetzt nichts Besonderes, außer dass es so ein neues Lenkrad ist. Cool, hast du hier die ganzen Funktionstasten. Ja, sieht cool aus, aber da finde ich meins auch cool. Und das Gute ist, bei meinem GLC, man sitzt halt höher, ne? Du kannst so, das jetzt, ich habe das Gefühl, ich sitze im McLaren so, weil es voll ungewohnt, so niedrig. Sehen. Ja, genau, du kannst nicht sehen, aber du sitzt ja auch normalerweise. Ja, aber bei dir kann ich ein bisschen mehr sehen. Genau, weil du halt allgemein viel höher sitzt. Dann setz dich jetzt mal nach hinten und ich will mal sehen, wie für dich der Platz ist. Okay, tschüss. Oh, hier voll groß. Mach mal so richtig zu, als wenn du drin bist. Das ist halt ungewohnt, weil bei Mama ist hier, oder hier mein Kindersitz und jetzt ist hier wie. Ja, Mamas A-Limousinenklasse, die steht da vorne. Die ist sehr klein, finde ich. Also, ja, Mama ist aber auch nicht besonders groß. Ja, aber sie wollte das Auto unbedingt haben und ich sitze da hinten und denke mir so, also ich passe da gefühlt gar nicht rein. Du bist auch so ein Stück größer als Mama. Ja, ich weiß, aber es ist ein sehr kleines Auto. Das ist für die Familie nicht empfehlenswert, finde ich jetzt. Reicht für 3 Personen. Ja, das stimmt, reicht auch, aber so, es geht eigentlich ein Ticken größer. Ticken, ganz. Ja. Also hinten ist gut, sagst du? Frau guckt sie jetzt auch den Kombi. Hallo! Hey, hallo! Dein Auto ist fertig. Mercedes hat gerade angerufen, dein Auto ist fertig und ob du dann heute noch kommst. Achso, okay, ich hab's repariert. Ich kann's dir noch sagen, ich muss noch ein Video drehen hier mit dem Auto. Ja, ich hab gesagt, ich muss noch kurz was erledigen, bis 14 Uhr ist er da. Hallo, Papa! Hallo, mein Schatzi, ne? Ja! May auch, ne? Ja, oh, du sitzt auch im Auto. Guck, wie stolz sie ist. Ja, cool. Wie ist das Auto, mein Schatz? Soll ich das zumachen? Ja. Okay, Hauli. Hä? Oh! Mama. Hallo. Hallo Mama. War auch schön, ne? So, ja, das ist jetzt meine Frage. Ich hab schon Skyle gefragt. Wie findest du jetzt das so hinten? Hallo. Die erste Falle. Ist da jetzt Platz oder nicht so? Echt? Ich bin jetzt nicht groß, aber... Cool aus. Er sieht cool aus? Ja. Ich hab super. Ja. Guck mal hier, dadurch hat man so ein Gefühl, größeren Raum, glaube ich, ne, wegen dem Licht da. Und sonst hier von hinten, ich habe ja immer den Sitz hier sehr weit hinten so, hat man trotzdem richtig Beinfreiheit, ne? Das ist schon wieder cool so. Aber mir fehlt dieses hohe Sitzen. Ja, ich finde, ich mag das. Ja, das ist so Das mag ich echt gerne. Gibt es kein Kombi in SUV-Form oder was? Ich glaube nicht, aber deiner ist ja auch groß. Auch mein Kofferraum finde ich richtig gut hinten beim GLC. Genau, apropos Kofferraum, wir gucken uns mal den Kofferraum an. Darf ich in den Kofferraum? In den Kofferraum? Mal gucken, ob du da reinpasst. Auch meine Schuhe nicht. Also was ich halt aber auch krass, was ist das jetzt hier? Das stört mich zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich hier die Batterie, der Akku oder was? Nee, das ist ein Diesel mit E. Gute Nacht, hier kann man gut. Papa, ich weiß, wofür das ist. Wenn man hier schläft, kann man hier seinen Kopf raus. Ja klar, ich glaube, da ist echt der Akku drin oder sowas. Hier hast du den E-Tank. Ja, so eine AdBlue-Flüssigkeit. Ja, dann funktioniert alles wieder. Ey, mit Diesel kenne ich mich gar nicht so aus. Und da muss ich aber, ich kann mit denen über 800 Kilometer jetzt fahren. Das ist schon wieder geil. Okay, Fazit jetzt. Wäre das ein gutes Familienauto für uns oder doch über der GLC SUV? Über GLC. Ja? Hallo Mama. Und dein zum Beispiel, kann auch Kenny gut im Kofferraum, das wäre hier schon wieder... Genau, das ist hier wieder Krampf, ne? Also SUV, GLC für die Familie, für mich der Winner. Hallo? Hallo Mama. Hallo. Oh. Zack. Er geht jetzt ins Bett, gibt's super. Mal noch eine gute Nachtküche. Bye-bye. Mir geht jetzt ins Bett, Mittagsschlaf machen. Ich bringe die Kiste zurück und dann können wir noch mal einen Fahrtest machen. Und vielleicht kann ich auch noch mal so ein Fahrfeedback hier geben. Kurz mal das Tor öffnen. Simsalabim, öffne dich. Ah ja.
So, dann räumen wir mal hier raus. Ey, die heutigen Hybrids hast du nicht dran. Check nicht, ob irgendwas anderes hier. Das ist so krass. Aber steht da immer ready drauf und schon okay. Also ich bin hier echt so, wenn es um Familienfahrzeuge geht, so ein bisschen an Mercedes schon gewöhnt. Ne? Das ist so echt eine tolle Quali. Service kann man sich auch nicht beschweren. Ich sitze auch zum ersten Mal wieder gefühlt im Diesel drin. Der hat hier sogar Schaltwippen. Ich glaub's nicht. Vollbild kann ich machen. Aber ansonsten, also wenn ihr Family am Start habt, schönes Teil. Bloß hinten, okay, Kenny ist ein großer Hund. Ne? Wenn ihr kleiner Hund habt, da mit Korb, hier Käfig, was auch immer, dann ist das schon ein schönes Teil hier. Die Glatze nicht weg. Das ist echt so mit Glatze, Sonne, muss man echt aufpassen. Deswegen trage ich auch offene Cap, wenn die Sonne knallt, direkt Sonnenstich. Testen wir mal die Soundanlage hier. Wenn wir ja schon mal so beim Thema Auto sind, ihr fragt euch wahrscheinlich auch, oh, Uwe, wann gibt es bei dir wieder irgendwas in Sicht? Wenn ich mir das nächste Sportauto hole, muss natürlich auch so sein, dass der Wert immer schön stabil am Start ist, weil ich schmeiß kein Geld mehr aus dem Fenster raus. Deswegen muss es schon so ein Sammelding sein. Ihr kennt mich ja auch, ich bin halt Sammler, was Videospiele betrifft und so. Bei Autos, da hätte ich da auch richtig Bock drauf. Also ich will jetzt keine zig Autos sammeln, aber halt in die Richtung gehen, dass der Wert erhalten bleibt oder auch steigt. Da habe ich echt den Lamborghini Diablo im Kopf. Kann auch sein, dass ich irgendwann plötzlich mit so einem alten Mustang 68er oder was weiß ich da um die Ecke komme. So in die Richtung halt soll das so gehen. So schön älter, geil, rar, Sound, cruisen, genießen. Feeling. Darum geht es mir so eigentlich in den zukünftigen Autos. Und mal schauen. Natürlich muss man die Kiste natürlich vollgetankt zurückbringen. So ungewohnt, einen Diesel zu fahren. Echt ganz ungewohnt für mich. Ich muss gucken, Diesel hier, mache ich alles richtig, Alter, wie bekloppt. Ah, Diesel Ultimate. Ah, nee, wir wollen nochmal. Ja, das war's auch schon. Ich bin ja kaum gefahren. Nur einmal zum Büro, dann wieder zurück und jetzt hier. Aber wie gesagt, bitte vollgetankt zurückbringen. Dann muss ich das auch machen, ne? So, wie viel jetzt? Denk doch an der Tanke, ich will sie verarschen. 4,17 Euro. Das hätte ich auch sparen können, oder? Mal ganz im Ernst jetzt hier, komm. So, einmal die zwei. Bist du nicht Uwe? Ich bin Uwe, genau. Wie heißt du? Eljan. Oder Erdjan? Eljan. Ah, okay. Danke dir. Wundert dich nicht, warum ich so wenig tank, oder? Ja, zwei Autos. Was denn? Leihauto. Ja, genau. Also ich muss es wieder zurückbringen. Ciao, ciao. Ach Leute, ich liebe meine Community. Ich habe einfach die nettesten Menschen. Das ist so cool. So, jetzt zurückbringen. So, Ciao Auto. Ist ein cooles Ding, aber leider SUV habe ich mich schon dran gewöhnt und voll verliebt drin. Und Grüße gehen raus an Mercedes Burmeister hier in Relling. Top Service. Danke für alles. Wir bringen die Kiste jetzt weg und ich verabschiede mich von euch. In diesem Sinne, haut rein und wir sehen uns zum nächsten Vlog. Daumen nach oben, Feedback in den Kommentaren. Ciao.